Was geht, Leute? Willkommen zum ersten Gruppenspiel der Gruppe B von dem FIFA World YouTuber Turnier. An meiner Seite habe ich den guten. General Apfel alias Jonas von der Dattel Gang. Ja, und nach ungefähr 10 Stunden rumprobieren können wir das jetzt auch endlich aufnehmen. Also extrem ätzend. Zwei Rechnerwechsel. Ja, zwei Rechnerwechsel, zwei Providerwechsel und zwei Internetboxenwechsel. Und Also stundenlang Firewall rumgespiele. an- und ausgeschaltet. Aber zufälligerweise geht's jetzt. Also ich denke auch, das wird heute ein paar Minuten gehen und dann wird es wieder für eine Weile nicht gehen. Also werden wir jetzt mal die Gunst der Stunde nutzen. Und ja. Wollen wir mal diese Partie starten? Genau. Oh, ein rein englisches Team. Jo. Seit diesem Mittwoch spiele ich und ja, aber wollte ich wirklich so ein bisschen versuchen, das ein bisschen hoch zu pushen. Ich hätte ja noch ein Goldteam im Angebot gehabt. Ja, aber das wäre dann wahrscheinlich etwas sehr einseitig. Unschwer zu erraten, aus welcher Stadt ich komme. Ah, ich würde fast raten, Paderborn. Oh, sind die Fans laut. Egal. Ja, ich habe es bei mir jetzt auch erstmal runtergestellt, weil man es sonst nicht mehr hören würde. Gott, es leckt. Was ist da los? Oh, liegt das bei dir auch so? Ja, extrem. Guck, ich geh. Gott. Also diese EA-Servers sind bestimmt die besten, die sie im Angebot hatten. Was macht er denn? Oh Gott, durch die. Oh Gott! Ey, diese. Bestimmt 5 Frames per Second. Nein, nein! Das ist kein. Oh. Nein, nein, bitte nicht! Oh. Oh, Komm das schon! erste, was im Eigentum kassiert. Abseits. Oh. Abseits. Boah, diese Lags, ne? Die sind frozen. Es legt Aber sogar die fairerweise. Wiederholung. Es sieht ja für beide Seiten gleich. Ja. Also Leute, das liegt nicht an meinem Aufnahmeprogramm. Es liegt wirklich so. Ja, es leckt wirklich extrem. Und ich nehme nicht auf, weil. Ist einfach so. Ihr könnt jetzt die ganze Story auch auf Our Live hier sehen. Ey, man trifft in diesem Spiel aber auch keine Flanken, ne? Sehr, sehr selten. Das ist auch nur, wenn ich alleine vom Tor stehe. Ah. Nein! Ey, wenn er den jetzt nicht kriegt, ne? Sofort Ah. ausschießen, sofort! Oh Gott. Ja. Nein, nein, nein! Nein! Kann es sein, dass die Spiele hier kürzer sind als im normalen FIFA? Ich glaube, die haben irgendwie 5 Minuten eingestellt. Oh, jetzt liegt's schon wieder. Boah.
Nein! Wie mein Verteidiger vorbeigesprungen ist. Wollte ich schon noch einen Headkick geben. Damit Halbzeit. Ich hoffe, dass die Lags jetzt einfach aufhören. Ja. Hast du noch Lags, oder? Nee, aber ich habe immer Angst, dass es gerade passiert, wenn ich irgendwie was machen will. Ja, es war nämlich einmal der Fall bei mir. Da hatte ich den Rückpass nämlich in FIFA 13 oder FIFA 12. Ja. Rückpass zum Keeper war ein extrem wichtiges Spiel. Und in dem Moment bei der Ballannahme hat es geleckt. Mein Keeper wird getunnelt, Eigentor. Unglaublich. Und dadurch habe ich dann das Spiel verschissen, also. Oh, scheiße. Und deswegen mache ich sowas nicht mehr, weil Lex im Torwart zurückpassen. Bei den trifft, ne? Ah, Fehler rausgerückt. Wow. Oh, du hast den gleichen Spieler? Echt? Oder? Chambers? Ach, weiß ich gar nicht. Ah, Mann, ich weiß auch nicht. Also wenn es ein Offensivspieler ist, dann könnte es sein. Hatte ich den mal... Oh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nein! Oh. Nein! Oh nein, der ist ja linksfuß, oh Mann, ey! Oh Mann! Ja, das hasse ich bei diesen Spielern, die man gar nicht kennt. Und man schießt und dann merkt, falscher Fuß. Oh, oh Mann, hätte er den abtroffen lassen. Oh Gott! Oh, hopp. Ein Bronzespieler ist echt hart an der Schmerzgrenze. Ja. Da ist jeder Fehler sofort spürbar. Ja. Aha. Boah. Ja. Was ein Tor. Nein! Und jetzt aber, ich habe eine sehr offensive Aufstellung. Drei Offensiven. Ich spiele ja auch mit einem 4-3-3. Gar nicht gesehen. Aber nicht mit einem anderen, oder? Oder ja, ist mit, das auch? Mit dem 4-3-2-1. So heißt das in dem Aufstellungstool. Wenn er den nicht macht, nehme ich ihn raus. Oh! Doch, Schnellverkauf. Unglaublich. Was ein Vollpfosten. Oh nein. Oh Scheiße. Nein, oh. Nein. Und der Ausgleich. Ich weiß nicht,
Boah. Was macht er denn da, ey? Wo ist meine Verteidigung? Wo ist mein Mittelfeld? Nein, nein, was ist denn mit dem jungen Mann? Oh Mann, oh Mann. Oh, wie knapp einfach nur. Ich habe noch nie ein Eckentor geschossen. Oh. Hopp, Champers. Nein! Ja, zu Ende. Oh, fuck. Entspannendes Spiel. Ja, ganz entspanntes Spiel. Oh. 2-2 also. Ich würde sagen, verdientes Ergebnis. Ja. Und Gott sei Dank keine Lecks mehr ins Halbzeit 2. Ja, das war auf jeden Fall. Und schöne Tore auf beiden Seiten dabei. Ja. Oh. Und jetzt sieht man nochmal, wie mein Verteidiger deinen Spieler eigentlich töten wollte. Ja, und da war einfach die Boxing-Skills, man zieht die ganze Zeit, es bringt nichts. Ich weiß nicht, hätte, ob ihr, wenn ich dann den Torwart rausgeholt hätte, ob es dann was gebracht hätte, aber... Ja. Oh. Dann erstmal vielen Dank für das spannende Spiel. Ja, genau. Danke auch bei dir. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie das so weitergeht, ne? Ja, vielleicht also, sehen wir uns dann nochmal im Turnierverlauf. Ja, genau. Aber spätestens, glaube ich, wenn... Macht der dann nochmal eine neue Auslosung oder wird das dann so wie in der, bei der WM oder so? Nach so einem WM-Verfahren oder EM-Verfahren? Also, er hat jetzt nur die Vorrunde wurde ausgelöst. Also, was jetzt, wie es jetzt weitergeht, weiß ich gerade gar nicht. Ich hoffe, er löst dann nochmal aus. Das, ja. Naja. Wird man dann ja sehen. Genau. Jo. Ich kann sagen. Ja, dann verabschiede ich mich mal. Genau. Vielen Dank fürs Zusehen. So rum. Ich werde natürlich alle Videos in der Playlist verlinken, damit man auch wirklich alles sehen kann. Bei uns auch, wir machen auch eine Playlist, genauso. Oh, oh, wenn ihr wollt, könnt ihr ja ein Like, kommentieren und abonnieren. Würde mich sehr darüber freuen und sagt dann mal ciao und haut rein. Jo, ciao.